Hallo liebe Bewohner, es ist Samstag, 27. Juni 2024, 15:56 Uhr hier auf Isla Nuk. Noch bis 18 Uhr findet heute das zweite Insektikus-Turnier der Saison auf dem Festplatz statt. So, das war's für heute. Dann noch viel Spaß euch allen. Jawohl, und damit hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing New Horizons. Neuer Tag, neues Abenteuer, neue Folge. Irgendwas vergessen? Ne, ich glaube nicht. Fienchen hat uns was geschenkt. Ne, da hat uns was geschrieben. Aber Dodo Airline hat uns was geschickt für Kundenbindung. Was habt ihr uns denn geschickt? Okay, die sind cool. Hallo Zara. Wir machen erstmal unsere Runde, dann machen wir das Insektikus-Turnier und dann gehen wir arbeiten. Oh, habe ich gestern ein Geschenk liegen lassen. So, schauen wir mal. Gar keine Muscheln. Finde ich ein bisschen frech. Das ruckelt ein bisschen. So, Carlson. Verschärfen wir mal die Muschel. Das haben wir safe nicht. Das sagt mir nicht gar nichts. KK Gumbo sagt mir gar nichts. Das Geld nicht eingezahlt. Kritisch sollte man natürlich machen. So.
Erstmal dürfen wir 3 Kirschbäume schütteln. Markus, ein Walhai gecatcht. Der hat da so rumgechillt. So Glück. Da haben wir einfach nicht so Glück hier mit den Lilanen. Aber gut, blau fehlt uns auch noch. Also. Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Rot ist nicht die Farbe, die wir haben wollen. Wir brauchen Rosa. Blumenzucht gerät da ein bisschen wieder mein Stocken. Nachdem es jetzt plötzlich auf einmal wieder lief mit sämtlichen Farben. Schauen wir im Moment wieder mit dem Ofen ein bisschen ins Gebirge.
So, wir haben drei Fossilien, das heißt, wir können ein bisschen was mitnehmen hier. Wo ist das letzte Fossil? Liegen lassen. Puzzle letzte Versuch. So. Ich glaube, hier steht zu viel rum, deswegen werkelt sie so. Weil der Speicher halt auch komplett voll ist. Mittlerweile bei Animal Crossing. Sowieso schon alle anderen Spiele schon deinstallieren müssen. Pokémon ist alles schon runter. Ich hoffe, dass das nächste Pokémon-Tree, was im Januar kommt, dass das nicht mehr auf diese Switch ist. Was will ich analysieren?
So, verkaufen wir alles. Für uns das ist ein bisschen schwach. Aber so, jetzt da, Insektikus-Turnier. Und dann gehen wir arbeiten. Ich bin jetzt sehr gespannt tatsächlich. Von den Blumen bleiben. Oh, zu schnell hingegangen. Und die Hälfte der Zeit ist um, wir haben es 3. Also so viel wie jetzt gerade unterwegs waren. Zu wenig sind jetzt gerade unterwegs. Und trotzdem 5 draus. Und bin ins Wasser gefallen. Ist okay. Thank you.
Auf geht's, arbeiten. Wir müssen unser Ressort erweitern. Hab ich. Ey, wer ist denn hier heute da? Darf ich kurz rein? Ich könnte wirklich Hilfe gebrauchen. Ich soll hier in der Schule einen Vortrag über Blumen halten, aber ich finde die Schule einfach nicht. Wenn du die Zeit hättest, könntest du mir den Weg zeigen? Natürlich kann ich das. Und ich glaube, wir haben auch gerade schon die Person gefunden, die unser nächstes Haus bekommt. Aber sicher! Komm mit! Sie schläft hinten. So. Wir sollen Gärten und Ding ein Haus einrichten. Das wäre richtig cool gewesen. Boah, 18.000 für eine Teekasse, das ist schon ein bisschen heftig. Okay.
würde gerne arbeiten. So. Der schaut schon so böse. Ja. Sandrine, oh Verzeihung, ich war in Gedanken, du arbeitest im Immobiliensektor, nicht wahr? Ohne weiteren Umschweife, ich hätte gerne ein Ferienhaus. Reden wir drüber. Oh, wie wunderbar. Zum Glück kann mir ein Profi mit dieser Sache helfen. Lass uns gleich beginnen. Vielen Dank für die Mühe, Flüster. Also so in etwa könnte ich mir mein Ferienhaus vorstellen. Na, easy. Oh, dein Konzept gefällt mir gut. In Ordnung. Nun solltest du noch eine Insel für die Kunden auswählen. Nee, auch nicht, ich bin gespannt. Sieht gut aus. Zen-Entspannung. So, wir haben hier eine Riesenfläche. Du möchtest aber was Asiatisches. Nee, das ist es schon. Passt. Aber nee, passt nicht. Sie hat ein rotes Kleid an. Das ist. Besser kann es gar nicht sein. So.
Nee. Ja, klar. Ist ja selber mit drauf. Jetzt pass auf. Mir donnert's gerade. Richtig gehört, es donnert nicht nur, sondern es regnet auch noch. Gibt's ja gar nicht. So, zurück zum Tagesbusiness. Doch, das passt schon. Ich will nicht, dass da hier, dass da hinten jemand runterfällt. Thank you.
die Tulpe hin? Hä? Da ist sie. Ja, weil die da einfach farbmäßig zu dem Hellgrün von dem Bambus einfach gut dazu passen. Noch so einen Kirschblütenbaum kriegen würde, fände ich das Weltklasse. Das perfekte Wetter. So. Laubbaum. Thank you.
Ne. Zwei Laubbäume passen tatsächlich nicht hin. Schaut nicht richtig aus. Mit dem Ding unten aber schon. Okay, gehen wir rein. Nee, aber ja, so im Haus schon. Habe ich nicht gesagt, mit Fenstern? Geht denn hier wegen der Tapete? Okay, alles klar. Thank you.
passt doch nicht rein. Okay, das ist natürlich schlecht. Wo sie Tees hat, ich wollte es gerade sagen. Teppich. Das haben wir. Oh, perfekt. Geht nicht, okay. Kann man da hinten noch irgendwas hinhängen? Thank you.
Uns fehlt noch eine CD. Können wir hier hinhängen? Und das war's dann eigentlich, oder? Was können wir jetzt noch hinhängen oder irgendwie aufstellen irgendwo? Nirgend nichts mehr eigentlich. Die hängen wir schon irgendwo unter. Yep. Mit der roten, da können wir dann nochmal die Urne stellen. Ja, ist ein bisschen groß, aber ja. Und daneben können wir den anderen Teller vielleicht noch stellen. Nee. Die Urne stellen wir hier hin. Die ist nämlich nicht so groß dann. Und den stellen wir hier drunter. Yes. Sieht, glaube ich, ganz gut aus. Also ich bin zufrieden. Jetzt lass ich mal schnell schauen, ob ich irgendwo... Ah. Oh doch, das passt eigentlich schon ganz gut. Ah, warte mal kurz. Lass mal 8 machen. Bleibt alles so, wie es ist. Nee, das funktioniert nicht ganz wegen der CD da hinten. Aber du hast jetzt, wir haben jetzt sowieso schon mehr Platz, glaube ich, oder? Weil wir können jetzt hier problemlos durchgehen, jawohl. Und da auch. Die kann sich hier hinsetzen. Das Einzige, was wir noch bräuchten jetzt, ist eine Lampe. Thank you.
Ne, passt, ich bin fertig. Es ist fertig. So, hoffen wir, dass Sandrine happy ist. Oh. Beim wichtigsten Schuss ist das Ding im Weg. Das ist natürlich ärgerlich. Ah, nee, es passt schon. Oh, nee, nicht ganz. Sehr schön. Damit kann ich jetzt hier, glaube ich, Amiibos einladen. Praktisch. Genau. So, jetzt geht er wieder nach Hause. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute haben, wie viele wohnen jetzt eigentlich schon auf unseren Inseln. Ich möchte zurück. Korrekt. Das bedeutet aber, wenn wir jetzt Leute einladen können, dass ich ein paar Gastauftritte haben kann. So wie Margie bzw. Elisa, Cube, Lorenz, Rolf, Christa. Ja, finde ich ganz cool. So. Ab nach Hause. Erfolgreicher Tag, erfolgreich. Wundervolle Inseln designt, entworfen. Insektikus-Turnier, zwei haben wir noch. Nur noch ein Angelturnier im Herbst, glaube ich. So, ab nach Hause.
Ha! Interessant. Müssen wir morgen nochmal eingraben. Okay. Ins Lager. Ins Lager. Ins Lager. Ich weiß noch nicht ganz, wohin mit denen. Das kann man verkaufen. Den müssen wir eingraben morgen. Okay, gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Sagt schauen vor. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüssikowski.